Sie befinden sich seit einigen Wochen auf Lesbos. Wo genau sind Sie gerade und wie sieht Ihre Arbeit vor Ort aus? Genau, ich bin seit 30. Oktober hier auf der Insel Lesbos in einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Mytilini, was die Hauptstadt ist. Da ist eben das Haus, was ich mit ein paar anderen Helferinnen gemietet habe und die lokale NGO. Man sieht im Hintergrund das Logo Home for All. Bei der arbeite ich eben mit. Die Organisation kocht täglich über 1000 Mahlzeiten für die Menschen in dem Karatepe-Camp, aber auch Menschen, die außerhalb leben im alten Moria-Camp. Es sind noch einige Leute, die in Baracken dort leben. Es sind Leute, die in Schubhaft sind, im Asylzentrum und so weiter. Und die werden alle beliefert von dieser kleinen, lokalen, aber sehr, sehr feinen NGO. Jetzt hört man sehr viel auch in Österreich über Medienberichte, über die Lage vor Ort. Es werden eigentlich ganz schreckliche Dinge berichtet. Aber wie nehmen Sie, der eben seit einigen Wochen vor Ort ist, das wahr? Wie ist die Situation aktuell? Also ja, da steht den Berichten wahrscheinlich um überhaupt gar nichts nach. Es ist wirklich krass, wie die Lage in einem Lager oder einem Camp für Menschen auf der Flucht in Europa ist. Das denken sich wahrscheinlich die meisten Menschen, dass Darfur oder sowas oder solche Lager in dritte Weltländern, in Entwicklungsländern so aussehen, die natürlich dort auch nicht so aussehen dürften, aber dass das auf europäischen Staatsboden in einem EU-Land stattfindet, ist wirklich einfach krass. Die Menschen waren früher in dem Lager Moria, das ja dann eben abgebrannt ist und dort waren die Zustände schon ziemlich schlimm. Und jetzt in dem notdürftig neu aufgemachten Lager sind halt einfach Zelte auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz vom Militär aufgestellt worden. Die sind nicht winterfest, es gibt dort keine Duschen. Erst vor 2 Tagen haben die ersten Duschen eröffnet. Seit ein paar Monaten sind 36 Stück für rund 8000 Menschen. Kann man sich vorstellen, wie gut das funktionieren wird. Es gibt kaum Elektrizität im Lager. Es gibt keinerlei Beleuchtung in der Nacht. Es ist komplett stockfinster dort. In den ersten Tagen ist gleich starker Regen gekommen, sind viele Zelte unter Wasser gestanden, sind wieder aus einem Teil eben abgerissen worden, woanders hin verlegt worden. Es hat aber auch letzte Woche mehrere Tage ziemlich stark geregnet und sind wieder hunderte Zelte unter Wasser gestanden, beziehungsweise hat es reingeregnet, reingetropft und so weiter. Es gibt nur Dixi-Klos. Die Männer waschen sich meistens bei den Wasserausgaben oder halt eben im Meer. Für die Frauen haben viele Familien, für die Frauen und für die Mädchen so Holzverschläge gebaut neben den Zelten, wo sich die mit einfach kaltem Wasser drin waschen, weil sie eben natürlich nicht einfach ins Meer gehen können vor allen anderen Leuten. Das Wasser rinnt einfach in selbstgegrabenen Gräben durch das Camp. Es riecht natürlich auch dementsprechend. Und es sind auch wahnsinnig viele Menschen dort, die schon Asyl bekommen haben, die es aber nicht leisten können, aus dem Camp auszuziehen, weil das griechische Sozialsystem, ähnlich wie das österreichische, immer restriktiver gemacht wird, vor allem eben für Menschen, die Asylstatus haben. Und sehr viele soziale Leistungen, obwohl sie natürlich laut griechischem als auch EU-Recht zustehen würden, können die Menschen nicht beantragen, weil die Formalitäten und die Bürokratie für viele Menschen absolut unerfüllbar ist und auch oft Papiere verlangt werden aus den Heimatländern, die Menschen aus Somalia, aus Afghanistan und so weiter gar nicht liefern können. Deswegen leben dort auch Menschen mit aufrechtem Asylstatus, die dann eben aus der Grundversorgung rausfallen. Normalerweise bekommt eben eine Person 75 Euro, eben so Taschengeld, beziehungsweise um Essen zu kaufen. Sie bekommen ja auch nur eine kalte Mahlzeit am Tag. Eine Familie, zum Beispiel 2 Erwachsene, ein Kind, bekommt nur 150 Euro im Monat. Und wenn sie Asyl haben, nach 30 Tagen bekommen sie das Geld auch gar nicht mehr. Das heißt, sie leben im Camp und sind finanziell, sozial noch schlechter gestellt als die Leute, die noch nicht einmal Asyl haben. Und die Liste lässt sich da ewig lang fortsetzen. Aber die meisten Menschen werden auch in den letzten Tagen Bilder und Videos gesehen haben aus dem Camp. Und die können auch nur im Ansatz beschreiben, wie furchtbar es wirklich dort ist. Und man kann sich auch, ich, der praktisch täglich dort ist, kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dort wirklich leben muss. Es wird jetzt auch langsam immer kälter hier. Und die Nächte sind wirklich kühl, vor allem wenn dann der Wind geht. Das ist direkt am Meer, völlig ungeschützt, pfeift dort der Wind rein. Und ja, also ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, obwohl ich jeden Tag dort bin. Eine Meldung, die auch so aus der österreichischen Medien kursiert ist und mich persönlich ziemlich schockiert hat, waren, dass Kinder mit Bisswunden von
vermeintlichen Rattenbissen aufgewacht sind. Können Sie das bestätigen? Das kann ich persönlich nicht bestätigen, zum Glück. Ich glaube auch eher, dass das Nachrichten waren, die mehr das alte Camp betroffen haben in Moria, was ja in einem Olivenhain drinnen war. Und dort ist das anscheinend wirklich ein größeres Problem gewesen. Wahrscheinlich ist im jetzigen Camp auch, aber sicher nicht das größte und permanenteste, dass es täglich passiert. Aber natürlich sind die hygienischen Bedingungen dort katastrophal. Es sind auch immer mehr streunende Hunde im Lager unterwegs. Es ist überall Müll, die Mülltonnen quillen über. Also ja, auch wenn es vielleicht bis jetzt im neuen Lager noch nicht angekommen ist, wenn es weitergeht, wird es natürlich auch dort sein, weil Dreck und Müll und Abfallratten einfach anzieht. Vielleicht eine etwas banale Frage, aber Sie haben über die Zustände berichtet, einige Menschen leben seit Wochen oder sogar Monaten schon dort. Was machen Sie den ganzen Tag? Wie sieht der Alltag dieser Menschen aus? Im Endeffekt ist es ein täglicher Kampf, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Jetzt in Corona-Zeiten ist es noch etwas schwieriger, weil es natürlich in Griechenland auch einen Lockdown gibt. Oder natürlich, die machen das schon länger und haben nicht extra für Weihnachten nochmal schnell aufgesperrt oder für die Skilifte, die gibt es ja hier nicht. Jedenfalls, jetzt dürfen die Leute nur mehr nummeriert hinaus. Das heißt, man kommt im Schnitt einmal in der Woche aus dem Lager hinaus. Am Sonntag ist immer zugesperrt. Das heißt, eben wenn sie raus dürfen, dann gehen sie halt eben einkaufen, versuchen halt eben ein paar Grundnahrungsmittel zu kaufen in den Geschäften in der Umgebung, nehmen ihre Arzttermine wahr oder Behördentermine. Und sonst im Lager, es ist stundenlang zum Anstehen, wenn man eben das Essen, die eine Mahlzeit sich am Tag abholt zum Beispiel. Die Leute sind im Lager unterwegs und versuchen irgendwie Brennholz zu sammeln, womit sie eben dann Feuer machen vor ihren Zelten und damit eben kochen. Die Kinder laufen im Lager herum, spielen natürlich, Kinder sind trotzdem immer auch Kinder, aber man sieht auch wirklich viele traurige Kinder hier. Das hat auch Ärzte ohne Grenzen jetzt kürzlich wieder berichtet, dass sie immer mehr Kinder haben, die eben Selbstmordgedanken äußern. Es ist einfach so ein täglicher Kampf ums Überleben de facto, wo du eben versuchst, deine Grundbedürfnisse, wie kann ich heute eben duschen gehen, wo kriege ich mein Essen her, kann ich heute irgendwo ein bisschen Feuerholz oder Pappe oder sonst irgendwas einsammeln. Und vieles halt natürlich einfach auch rumsitzen und warten. Die Leute haben nichts zu tun. Wir haben ziemlich viele freiwillige Helferinnen im Camp, die uns und eben der NGO hier helfen beim Essen ausliefern, was eben Menschen bekommen, weil diese kleine NGO kann natürlich nicht für 8000 Leute kochen, aber sie bringt Mahlzeiten zu Menschen, die Diabetes haben, die andere gesundheitliche Probleme haben, wo eine gesündere Ernährung wichtig ist. Und da haben wir ziemlich viele Menschen im Lager, die uns eben helfen, das auszuliefern. Das ist auch etwas, was natürlich viele Leute machen, freiwillig mitzuhelfen bei uns und bei anderen Organisationen, die im Lager drin sind. Aber immer, wenn ich unseren Helferinnen in die WhatsApp-Gruppe schreibe, wir haben jetzt gerade was zu tun, wir hätten Kinderwagen zum Ausliefern oder sonst irgendwas, habt ihr Zeit, schreiben Sie immer zurück. Wir haben immer Zeit. Können Sie das ungefähr beziffern, wie viele Menschen, wie viele Geflüchtete leben dort, wie viele davon sind circa Kinder und welche Nationalität haben die Menschen? Also ich glaube, die offizielle Zahl sind 7.700, bin mir nicht ganz sicher. Ich sage, es sind irgendwie 8.000, weil es schwankt natürlich auch. Es sind gestern 80 neue Leute angekommen, letzte Woche 80 neue Leute. Also die Zahl verändert sich schon stark. Der Großteil der Menschen, und das sind hauptsächlich auch Familien, sind aus Afghanistan, sind ungefähr 65-70%. Und der Rest verteilt sich de facto über die Welt, wobei natürlich ein großer Teil auch aus Syrien dann ist und viele Leute aus afrikanischen Ländern. Es sind sehr, sehr viele Kinder dort, schon weit über 1000, ich kenne die genaue Zahl leider nicht, aber der Großteil sind Familien und eben mit Kindern und da vor allem Familien mit relativ kleinen Kindern. Also man sieht alles von Neugeborenen bis 4-, 5-, 6-Jährige, da sind wirklich sehr, sehr viele unterwegs. Jugendliche sehe ich ehrlich gesagt nicht so viele. Wie leicht wird es Ihnen gemacht zu helfen? Es sind ja auch viele griechische Behörden, also vor allem Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Sie haben auch davon gesprochen, dass es nicht erwünscht ist, Fotos und Videos zu machen oder zu publizieren. Wie einfach ist es, tatsächlich zu helfen? Also durch die lokale NGO Home for All, wo wir dabei sind, ist eine der ganz, ganz wenigen, die Zutritt haben in das Camp. Und nachdem ich hier ein freiwilliger Mitarbeiter bin, kann ich mit denen mit ins Camp hinein und dort eben bei der Essensausgabe helfen, beim Listen erstellen, beim Karten vom Camp erstellen und so weiter.
Ansonsten ist es relativ schwierig, weil die meisten NGOs nicht rein dürfen und manche auch sagen, sie würden auch nicht reingehen wie Ärzte ohne Grenzen, weil sie diese Zustände im Lager nicht so unterstützen können. Die haben zum Beispiel ihr Büro oder ihr Headquarter außerhalb vom Camp. Aber nein, im Camp ist es nicht leicht zu helfen. Die meisten Dinge sind doch untersagt. Wir haben auch immer wieder geschaut, ob wir andere kleine Projekte machen können, wie ein Kino für die Menschen drin. Vieles darf man nicht und vieles ist einfach extremst langwierig. Und ja, es ist nicht so, dass man willkommen geheißen wird, dort zu helfen. Wie sieht es mit den Menschen, also mit den Geflüchteten selbst aus? Wie willkommen werden sie von denen geheißen? Also ich habe bis jetzt überhaupt keine negativen Erfahrungen da drin gemacht. Wir haben eben wahnsinnig viele Menschen, die uns helfen beim Essen ausliefern, beim Kinderwegen ausliefern, Kleidern verteilen und so weiter, beim Übersetzen. Ich habe ehrlich gesagt persönlich nur positive Erfahrungen gemacht, wobei man das natürlich nicht aufs ganze Lager umlegen kann. Das wird so wie in Österreich sein, da sind sicher auch ein paar Trotteln dabei, sind ein paar Arschlöcher dabei, hundertprozentig, aber die Mehrheit der Menschen ist in Österreich nicht so, ist im Campion nicht so, ist in Griechenland nicht so und insofern glaube ich, dass man auch immer mehr darüber reden sollte, wie eigentlich die Mehrheit ist und nicht nur wie ein paar Leute drauf sind, die am lautesten schreien, egal ob das Nazis sind oder Corona-Verharmloser oder Impfskeptikerin oder sonst was, das sollte, glaube ich, nie die Debatte dominieren. Gute Menschen gibt es überall, sie sind in der Mehrzahl und das gilt fürs Camp wie für alle anderen Orte der Welt wahrscheinlich genauso. Stichwort Corona, Sie haben es gerade angesprochen, die ganze Welt lebt seit Monaten in einer Pandemie. Ich stelle mir vor, in so einem Flüchtlingslager mit kaum sanitären Anlagen, Abstand halten, all das nicht möglich, was wir seit Monaten durchleben und selbstverständlich mittlerweile ist. Welche Rolle spielt Corona und der Virus in den Flüchtlingslagern? Ist natürlich auch präsent, eben wie ich vorher gesagt habe, dass die Menschen jetzt nur mehr Tage, also an wenigen Tagen im Monat raus können aus dem Camp, wegen dem Lockdown hier in Griechenland. Im Camp selber gibt es offensichtlich relativ wenig Fälle. Überhaupt hier in Griechenland ist ja viel weniger als in Österreich und auf Lesbos auch. Das ist der Vorteil vom Inseldasein, wo natürlich nicht einfach so enorm viel permanenter Kontakt nach außen ist, weil es eben eine Insel ist. Und im Camp selber gilt natürlich genauso wie in ganz Griechenland in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht. Also außerhalb vom Zelt muss jeder Mensch immer und überall eine Maske tragen. Es gibt eine Quarantänestation von Leuten, die Symptome haben oder eben positiv sind. Das funktioniert auch relativ gut. Auch die Quarantänestation wird von Home for All mit Essen beliefert. Da ist wahrscheinlich der einzige Vorteil von einem Camp, dass man halt eben permanent im Freien ist und natürlich die Ansteckungsgefahr im Freien deutlich, also weit weniger ist, als eben wenn man sich in Innenräumen befindet. Wie erleben Sie die Stimmung unter den Geflüchteten? Ich habe gerade letzte Woche einen Artikel für den Standard geschrieben und wo ich auch geschrieben habe, dass ich immer wieder erstaunt bin, wie nett, freundlich und ruhig die Menschen da drin noch immer sind. Und ich finde es auch schwer verstehbar, dass es noch so ist, weil eben, wenn ich da reinkomme, da wahrscheinlich andere Leute von außerhalb, die nicht so leben müssen, die es nicht gewohnt sind, unter Anführungszeichen, wir würden das wahrscheinlich ganz, ganz anders aushalten. Aber es sind viele Menschen, die schon sehr, sehr lange in prekärsten oder furchtbarsten Bedingungen leben müssen, aus dem Krieg kommen oder aus einem Bürgerkriegsland wie Afghanistan, lange auf Reise schon sind, lange in der Türkei waren oder im Iran als Flüchtlinge und dann eben als Menschen auf der Flucht nach Europa gekommen sind. Das hat sie sicher auch geprägt und sie mehr an diese Situation angepasst, wo man, glaube ich, einfach sehr viele von seinen sehr persönlichen Bedürfnissen verdrängt oder zurückschraubt, wenn man sie sowieso gar nicht erfüllen kann. Und insofern glaube ich, das macht die Menschen so resilient, dass sie diese Lage ertragen können und trotzdem noch immer freundlich sind, offen sind, friedlich sind. Ich habe bis jetzt noch überhaupt nichts von irgendeiner argen Situation im Lager mitbekommen. Einzig und allein in den 2 Monaten, seit ich hier bin, hat es einen wahnsinnig tragischen Vorfall gegeben, wo jemand ein 3-jähriges Kind vergewaltigt hat. Das war eh auch groß in den Medien, ist, glaube ich, auch nach Österreich ein bisschen durchgedrungen. Ja, Kinderschänder gibt es überall im Camp, so wie außerhalb leider auch, aber das ist das Einzige, was ich so mitbekommen habe. Sonst keinerlei Gewalttaten oder irgendwas in die Richtung, obwohl es den Menschen an sehr, sehr vielem fehlt, natürlich dort. Ich möchte abschließend noch auf die Rolle Österreichs zu sprechen kommen. Österreichische Bundesregierung setzte vor allem auf Hilfe vor Ort. Innenminister im September persönlich, Hilfsweg hat die nach Griechenland gebracht. Wochen später waren die noch immer nicht in den Flüchtlingslagern angekommen.
Jetzt plant die Regierung, gemeinsam mit SOS Kinder Betreuungszentren einzurichten. Wie beurteilen Sie das? Na, es ist schon, finde ich, bekennend, wenn man als Regierung von einem Land 55 Tonnen Waren runterschickt, die gar kein Mensch hier bestellt hat. Das war eine riesengroße PR-Aktion, wo mit einer Antonov-Maschine, die ca. 500.000 Euro nur für einen Transport gekostet hat, der Hilfsgüter herschickt, die niemand braucht. Das meiste liegt in Lagerräumen irgendwo im Land verteilt. Ein Bruchteil, ein paar Zelte sind hier aufgestellt worden, die im Quarantänebereich sind. Das ist aber auch jetzt erst in den letzten Wochen passiert. Und wir haben jetzt selber, ich bin ja eben beim Wandel, und wir haben auch Hilfsgüter gesammelt. Und wir schicken jetzt mehr Hilfsgüter nach Griechenland und Dinge, die die Menschen wirklich brauchen, als die Republik Österreich. Und das finde ich halt wieder ein klares Zeichen dafür, dass eben, was unsere Regierung sehr gerne macht, viel Wert auf die PR legen, auf das schöne Foto. Deswegen zahlen wir auch 500.000 Euro für eine Antonov-Maschine, während der Transport mit LKWs ungefähr 20.000 Euro gekostet hat. Da ist halt um das PR-Foto gegangen. Und ich kann auch nicht verstehen, dass da Leute jetzt, wenn sie diese Bilder sehen aus der Bundesregierung, sagen, dass sie noch immer nicht bereit sind, irgendjemand hier wirklich zu helfen, sich rechtfertigen, dass sie die Auslandsfonds ja erhöht haben. Okay, dann haben sie all das gemacht, aber die Leute sind noch immer im Nassen. In die Zelte regnet es rein, es gibt keine Heizung, es gibt keine Duschen und so weiter. Also wenn am Ende von ihren Anstrengungen die Situation so ist, dann muss man sich schon fragen, wie unfähig eben diese Leute sind. Und ganz ehrlich, diese PR-Aktion jetzt mit SOS Kinderdorf da gemeinsam, finde ich auch ein bisschen komisch oder sehe keinen Sinn darin, weil die Leute brauchen keine Betreuung für ihre Kinder. Sie haben selber genug Zeit, um ihre Kinder zu betreuen, aber sie bräuchten ein Zelt, wo es nicht reinregnet. Sie bräuchten Essen für ihre Kinder, sie bräuchten eine Schule. Es gibt keine Schule im Camp, die Kinder gehen nicht in die Schule dort. Deswegen glaube ich nicht, dass es solche weiteren PR-Aktionen braucht, sondern im Endeffekt ganz konkrete Hilfe für die Menschen hier, eine menschenwürdige Unterbringung und natürlich auch die Verteilung von Menschen auf der Flucht in europäischen Staaten, weil warum sollen Länder an unseren Außengrenzen wie Italien und Griechenland, die auch schon nicht nur wegen den vielen Neuankömmlingen hier vorher schon wirtschaftliche Probleme gehabt haben, warum sollen die all das eben schultern müssen? Das kann sich so ein Land nicht leisten. Wir sind eine Europäische Union. Die Anzahl der Menschen, die hier in den Lager sind, ist mini für eine Wirtschaftsgemeinschaft, wie es die Europäische Union ist. Und deswegen halte ich alles andere für Augenauswischerei und Zynismus. Beziehungsweise man versucht jetzt vor Weihnachten, ja, wir machen eh was für die Kinder und wir sind so super. Ist genauso wie halt eben diese Forderung, nehmen wir 100 Kinder aus Moria, wie es zum Beispiel die Stadt Wien macht. Es gibt ja keine 100 Kinder, die alleine sind. Kein 5-Jähriger marschiert alleine aus Afghanistan los. Sie sind mit ihren Familien hier. Und dann sollte man auch ehrlich sagen, nehmen wir Familien auf. Kinder alleine gibt es ja nicht. Sie sind nun fast 2 Monate schon auf Lesbos. Wie lange wollen Sie noch dort bleiben? Mein Rückflug ist am 25. Dezember jetzt. Und ich werde dann, das weiß ich nicht genau, muss ich auch schauen, wie das mit den Flügen gerade ist, weil es momentan relativ wenig und immer weniger Flüge hierher gibt, werde ich dann schauen, wann ich wieder herkommen kann. Abschließend, wir haben über die Hilfsbereitschaft der Republik Österreich gesprochen. Jetzt haben wir viele einzelne Seherinnen und Seher, die das durchaus wahrscheinlich auch betroffen macht, was man so hört. Wie kann man als Einzelperson helfen, den Menschen vor Ort? Also zum einen Menschen und Organisationen unterstützen, die hier vor Ort tätig sind. Die Hilfsbereitschaft ist gewaltig da. Eben bei unserer Sammelaktion für den Wandel haben wir in 2 Wochen, 2,5 Wochen mehr Waren und Geldspenden bekommen, als die Bundesregierung für ihren Transport halt eben zusammengebracht hat. Also die Hilfsbereitschaft ist gewaltig. Und es gibt eben zum einen Organisationen wie jene von der Doro Blanke, die hier vor Ort sehr viel macht, oder eben auch ganz lokale NGOs wie eben Home for All, die das seit 6 Jahren machen. Nikos und Katharina haben das gegründet und ihre Taverne, die das hier ist im Hintergrund, ganz dafür aufgegeben und kochen nur mehr für die Menschen vor Ort. Also man kann ganz direkt vor Ort spenden und das Geld kommt direkt bei den Menschen an in Form von Hilfslieferungen, in Form von Essen und vielen anderen. Herr Müller, abschließend vielen Dank für unser Gespräch, aber vor allem auch danke für Ihr Engagement und trotz allem einige erholsame Weihnachtsfeiertage. Danke, gerne. Schöne Grüße.